So, und da sind wir auch wieder. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Let's Play Far Cry 4. Wir befinden uns immer noch an einem Kloster. Es geht mir ab. Ich gehe da mal hoch. Wir befinden uns immer noch in dem Kloster. Ich brauche auch Jagdfell und hier rennen gerade Jacks rum. Okay. Interessant. Da blinkt immer was. Ah. Kyra, Tochter des Banaschur. Die Mönche aus dem Kloster errichteten diesen Kyra-Status so, dass sie das Kloster überblicken und beschützen konnte. Als Tribut von Kyras Vater, den Gott Banaschur, werfen sie regelmäßig Lotusblütenblätter in das Wasser. Namaste, AJ. Moin. Scheint so, als wären Yaks auch Tiere, die angreifen. Das ist gut zu wissen. Wenn du nicht gewesen wärst, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Hey, auf die Bremse! Für König Mi! Ich weide dich auf! Oh, da kommt einer. Oh, oh, das ist ganz blöd. Jetzt blutest du! Hast du das gesagt? Okay. Gut, nochmal Jack reingesnackt. Oh, da scheint es ja einige davon zu geben. Hier. Doppelte Ausbeute, gib her. Alles mitnehmen, was geht. Und wir können was herstellen. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Warum werden die von denen angegriffen? Ich nicht. So, nehmen wir auch noch mit. Ein was? Ein Adler? Achso. Was denn sonst? Hm. Na. Okay, jetzt gehen wir aber mal dann, wo ich eigentlich hin wollte. Ich kann aber noch was herstellen. Und zwar einen Köderbeutel erweiterten. Bärenhaut. Gut, haben wir dafür viel. Schneeleopard. Okay. Panzernashornhaut. Naja. Da ist so gerade irgendwas gelaufen. Ach.
Die zwei schon wieder. Braves Tier. Gut. Boah, die Haut von dem brauche ich ja erstmal nicht mehr, dann sehe ich es auch nicht ein, die zu töten. Muss ja nicht unbedingt sein. Da bewegt sich was! Ich sehe dich! Ist mir egal. Ist mir egal, dass du mich siehst. Ich pump dich weg. Wie viele Kugeln hat der jetzt gefressen? Das ist ja Wahnsinn. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Willst du mich verarschen? Oh geil, Karten sind günstiger. Na, zum Glück habe ich schon alle. Jetzt würde ich den Laden hier um seine Einkünfte bringen. Oh, hier gibt's wieder ein Buch. Gelb wohl fast voll. Ach, stimmt, da war ja was. Eine Bitte von deiner Mutter. Glaubst du, ich bin blind? Glaubst du, ich bin taub? Ich habe gesehen, wie du in den Wald verschwunden bist und ich höre, wie die anderen Mütter hinter meinem Rücken tuscheln. Jedes Mal, wenn du zu diesem Medizinmann gehst, bricht es mir das Herz. Was kann er tun, um dir zu helfen, was deine Familie nicht tun kann? Das furchtbare Zeug, das er raucht, hat ihn verändert und ich will nicht, dass dir dasselbe passiert. Ich bin nachher zu Hause, dann können wir uns darüber unterhalten. Ich hab dich lieb, Mutter. Was kann er tun, um dir zu helfen, was deine Familie nicht kann? Ja, also mir fällt da theoretisch was ein. Tagebuch. Push, 1987. Die letzten Monate waren schwierig, aber ich habe es geschafft, noch mehr überlebende Mitglieder der Royalistenbewegung um mich zu scharen. Wir haben ein Lager in den Bergen errichtet. Viele verdanken ihr Leben einigen Angehörigen von Parkans Söldnertruppen, die den Schießbefehl verweigert und sich uns angeschlossen haben. Gemeinsam werden wir eine Widerstandsgruppe mit dem Namen Goldener Pfad gründen. Ishwari hat gelächelt, als ich ihrer den Namen sagte. Es war das erste Mal seit Monaten, dass ich sie lächeln sah. Mohan Gale. Gut. Sonst ist hier nichts. Hier reingekommen, hier bin ich reingekommen. Ja, ich weiß, ich brauche unbedingt einen Händler, mal einen Scheißdreck zu kaufen. Warum? Okay. Hä? Was denn? Ah. Das. Näher hin. So, noch jemand ohne Fahrschein? Er ist schon belastend, wenn man brennbares Zeugs am Körper trägt. Ja, Geldbeutel ist fast voll, glaube ich, genau. Oh Mann. Okay, ich wollte mich ja eher nach unten begeben, dann könnten wir... Ja, so irgendwie gehen, ne? Wo ist denn L? Ah, da hinten komme ich hoch. Joa, bin ja feuerfest, Gott sei Dank. Kollege, du bist sicher, warum du jetzt gerade rumrennst? Das muss doch nicht sein. Ich will nur nach Hause. Hä? Dann geh doch nach Hause. Hock dich da nicht. Was soll das denn? Das ist...
Manche Leute sind merkwürdig, also ohne Witz. Ich lass mal lieber die Shotgun ausgerüstet, nicht dass jemand close steht. Ja. So. Also theoretisch war in der einen Ecke wurden mir auch Bären angezeigt. Das würde ja passen, weil ich brauche ja noch Bären heute. Aber natürlich am besten mit feinem Bogen, weil eine zweifache Ausbeute. Das finde ich ganz nice, dass sie das so gehandelt haben. Das entspricht ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Realismus, weil wenn du halt einen Bär mit Shotgun abschießt, juckt das den schon mehr als alles andere. Ich brauche immer noch einen Händler. Oh ja. Sturmgewehr, Revolver, Shotgun. Ja, die tausche ich garantiert nicht. Was bist du denn? Also sehe ich kommt raus. Hallo? AJ, mein Kind. Ich dachte gerade, wir sollten kooperieren. Du und ich. Und nun hat die Vorsehung uns zusammengeführt. Gelobt sei der Herr, mein Fels, ja meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Das ist ein Zahn. Das heißt, gib als Soldat dein Bestes. Selbst wenn das bedeutet, dass du dafür in ein gottloses Land wie dieses kommen musst. Als Soldaten beschützen wir unser Volk durch unser Willen zu töten. Und was brauchen wir, um unsere Aufgabe zu erfüllen? Glauben? Waffen, AJ! Waffen! Ohne sie, wie wollen wir durch das Meer der Angst gehen und die Wellen besänftigen? Hilf mir, AJ, und der goldene Pfad wird seine Waffen erhalten. Okay. Preiset Gott. Ihm sind endlich die Schuppen von den Augen gefallen. Es gab eine Sendung, paar Hubschrauber über das Gebirge entsandt, doch er stürzte ab. Du musst diesen Trecker nehmen und mir diese Sendung besorgen, bevor die Armee sie bergen kann. Der Herr wird schon für deinen Transport sorgen. Was hältst du davon? Amen. Amen. Nun geh! Geh! Geh, AJ! Bergpredigt. Das Land dürstet nach Regen. Hallo, AJ! Moin. Nein! Ich wollte noch was kaufen. Okay. Der Himalaya. Ach du Scheiße, was? Longinus, der Tracker von dir zeigt an, dass ich nah dran bin. An was immer ich dir auch holen soll. Das sind gute Nachrichten, AJ. Aber pass auf, wenn du die Absturzstelle erreichst. Die Royal Army hat bestimmt Leute geschickt, um die Ladung des Helis selbst zu bergen. Schalte sie raus, wenn auf, du musst. Auf 8000 Meter. Steht schon einer? Oh, ist bestimmt nicht kalt oder so, ne? Ich versuche das sneaky zu machen, aber ihr wisst ja, ne? Versuchen und können. Das sind nur zwei Paar Schuhe. Fuck, mir fehlt ein blaues Blatt. Das habe ich ein bisschen gedauert.
Oh, Kacke. Okay. Gekillt. Ja. Ja, das machen wir gleich wieder nicht mehr. Ich dachte mir schon, wir brauchen hier Sauerstoff. Oh nein. Ich denke, wenn ich schneller laufe, brauche ich da theoretisch mehr Sauerstoff. Automatisch ausgerüstet, umso näher das Planeten permanent, falls... genau. Das war das Teil eigentlich. Das geht. Ja, warum nicht? Ach, jetzt geht's. Komisch. Nichts. Wo sind die Waffen? Yeah.
da drin? Ich würde ihn jetzt einfach mal da lassen, wo er ist. Schon. Komm schon. Gott, ey, diese Stille da nicht zum Aushalten, aber es ist anders spannend gerade. Komm schon. Bisschen Tempo runter, wie kommen wir denn da hoch? Ja, okay. Waffe nachladen. Ja, fuck, ich brauch's schon wieder anders gelassen. Okay. Das Safe auch wieder. Ja, oh, das kam ja unerwartet. Die ist leer. Raus hier. Wie kommen wir da jetzt hin? Ich komme doch nirgends hoch. Zum Glück sehr viel Sauerstoff hier rum, sonst wäre das ein unmögliches Unterfangen. Ich bin mal gespannt, was wir bei der letzten Kiste finden. Scheiße! Ja. Was haben die denn abgefeuert? Doch da irgendwelche Sachen in die Gegend. Alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Leer? Das muss hier sein, aber wenn keine Waffen drin sind, warum schickt ihr mich her? Ja,
Ich weiß nicht, der scheint mir auch nicht so seriös zu sein. Ich meine, der schickt mich auf den fucking Himalaya. Ist doch klar, dass hier der Helikopter abstürzt. Gelaufen und bin ich gerade im Kreis gelaufen. Ein Checkpoint. Ah, oh, das sind ja immer gute Aussichten. Hier ist eine Schleifspur. Wir sind auf dem Rückweg. Oh nein. Bitte kein Kampf im Schnee, das finde ich furchtbar hier. Ich will ja nur weg. Oh, macht man sich schöne kühle Gedanken hier. Hey, Sherpa, hi, wie geht's, ne? Hi. Was war denn hier los? Eine außerordentlich kleine Kiste, wie bestellt. Ich dachte, es wäre eine Waffenlieferung für den Goldenen Pfad, deshalb war ich dort. Und so wie den Menschen bestimmt ist, hierein zu sterben, so folgt danach das Gericht. Sie belügen dich, weißt du das? Man nennt es den Kreislauf des Lebens, aber das Leben baut auf Leichen auf. Fressen oder gefressen werden. Bei Tieren heißt es Überleben. Bei Menschen heißt es Business. Oh, sind das etwa? Business, AJ. Ein grausiges Geschäft. Mich rettete eine Kugel in den Kopf. Mein altes Ich starb, das grausame Ich. Du hättest mich einen Warlord genannt. Aber diese Kugel schlug ein Loch in meinen Schädel, durch das Licht Gottes eindringen konnte, und ich wurde getauft mit dem Wasser der Gokafälle. Und diese Diamanten? Levitikus 17,11. Denn das Blut ist es, welches Sühnung erwirkt für die Seele. Das sind Überreste aller meiner früheren Vergehen. Jeder Diamant ist eine Sünde. Und diese Hände sündigten oft. Und die Waffen für den Goldenen Pfad? Sie kriegen sie. Und mehr noch. Geh! Sag Amita und Sabal, sie werden ihre Waffen bekommen. Und vielleicht interessiert sie auch, dass Duplo eine große Lieferung Opium vorbereitet bei der Teefabrik. Warte, Opium? Noch so ein grausiges Geschäft, AJ. Nun geh, sag's ihnen. Und wenn du fertig bist, komm zurück, denn das Werk des Herrn ist nie vollbracht. Ja, Mission beendet. Ich weiß nicht, ob ich dem Dude jetzt trauen kann oder nicht.
Aber jo, egal. Wir haben Händler, dann werden wir uns einen Scheiß machen. Grüßt, AJ. Hi. Bist du ein Händler oder stehst du hier einfach nur so? Du stehst hier nur so. Wir müssen die Hälfte unserer Ernte an den Versorgungsoffizier am Außenposten abgeben. So eine Schweinerei. Hm. Okay. Ja gut, dann würde ich erstmal ordentlich nachladen. Und ja, nächste Folge. Gehen wir erstmal die Maske dann holen. Wir sind ja direkt dabei und schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.